Ja, heute ein tagesaktuelles Video. Habe mich kurz dazu entschlossen, als ich heute die Tageszeitung gelesen habe. Fiel mir ein Artikel auf, wegen dem ich jetzt das Video mache. Der berühmte italienische Hutmacher Borsalino macht nach 160 Jahren Pleite. Ich bin ja ein bekennender Hutträger. Ich trage ihn nicht jeden Tag und nicht überall. Aber im Sommer im Garten, beim Spazierengehen, bei besonderen Anlässen trage ich Hut. Und ich nenne selbst drei Borsalinos mein eigen. Ich habe natürlich noch mehr Hüte anderer Marken. Das ist einer davon. Ja, Borsalino ist ja eine Legende. Humphrey Bogart hat ihn getragen. Winston Churchill hat ihn getragen, Indiana Jones soll ihn getragen haben, Michael Jackson. Die Liste der Prominenten, die Borsalino tragen, ist lang, hat nichts geholfen. Die Firma ist insolvent. Heute früh war dieser Artikel eben in der Zeitung. Das ist schade, das ist wieder ein Stück Tradition, das verschwindet. So ein Hut kostet zwischen 250 und 800 Euro. Das ist natürlich vielleicht auch ein Grund dazu. Den kann sich nicht jeder leisten. Ich kaufe meine Hüte auch nicht neu. Ich habe die gebraucht erstanden. Ich zeige euch jetzt mal einen. Den hier zum Beispiel, einen braunen. Habe ich heuer für 5 Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Überhaupt in sehr gutem Zustand. Keine Schweißflecken, nicht abgegriffen, nichts. Der hier. War etwas teurer. Für den habe ich, glaube ich, 80 Euro bezahlt. Der ist aber auch neuwertig. Ist ein großer. Und dann habe ich noch so einen kleinen. So einen Pork Pie. Haben wirklich eine Top-Qualität, die Hüte. Man zahlt wahrscheinlich den Namen mit. Ein Meiser ist wahrscheinlich genauso gut. Vielleicht. Gut, so viel zum Thema Borsalino, zu der Insolvenz dieser Traditionsfirma. Vielleicht kann ich euch noch ein bisschen was vorlesen. Der Sitz des Unternehmens ist in Alessandria, östlich von Turin. Steckt seit Jahren in der Krise. 130 Mitarbeiter hat diese Hutfirma. 7 Wochen dauert die Produktion eines solchen Hutes. Ich kenne natürlich die Produktionsabläufe nicht. Kämmen des Filzes, Garnes und so weiter, formen, trocknen, bedampfen. Es hängen anscheinend viele Arbeitsschritte dran. Ja. Leute, sichert euch so einen Hut. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Ah, no. He's looking at you, kid.